Guten Abend miteinander. Freili sind wir, oder? Da. Bergfinkli, Jodelclub Bergfinkli Grabs, möchte dem FC Grabs recht herzlich gratulieren. Und wir werden euch zwei Beiträge singen. Wir wünschen euch bei diesen zwei Beiträgen viel Vergnügen. Und weil wir so sennisch sind, angelegt sind, wir haben ja mit dem, ich sage es jetzt so, wir haben ja mit dem Jute nicht ganz viel zu tun, so in der Tracht. Ist er mal einem Freund durchs Appenzellerland gelaufen. Dann ist er bei einem Bauernhof vorbeigekommen. Dann ist dort ein Bubli auf einem Zunge umgehockt, die Hände im Hosensack, eben wie wir Jodler. Und dann hat er gefragt, auf welche Seite geht es auf Appenzell? Und dann hat das Bubli die Hände aus dem Hosensack und hat dann so mit der Achsel auf diese Seite gezeigt. Und dann hat er gesagt, und wo geht es auf Geis? Dann hat er die Hände unten aus dem Hosensack und hat mit der einen Achsel auf diese Seite gezeigt. Dann hat er gesagt, so, wenn du noch Fühler kannst, dass er so gibt, dann noch viel Fleiber. Dann hat das Publikum gesagt, dann kannst du mir ja gerade einen Sack hier shoppen. Oh.
Und somit kommen wir schon zum nächsten Programmpunkt. Und zwar haben wir einen kleinen Rückblick auf die Geschichte vom FC Grabs, wo hier in der Leinwand jetzt ein paar Fotos sichtbar werden. Und gleichzeitig darf ich hier ein paar Gäste begrüßen, die die Geschichte vom FC Grabs mitgeprägt haben. Es sind das der Gustav Grob, der Hans Schlegel, der Bernie Gantner, der Ernst Frehner, der Primo Zock und der Alf Gantenbein. Darf ich die Herren hier auf die Bühne bitten? Ein Teil der Leute der ein bisschen auf die andere Seite, dass ihr euch ein bisschen aufteilen. 3, 2 und 3, tipptopp. Da drei, der Hans, der vielleicht nicht gerade vor die Leinwand her, vielleicht sieht man den nicht alles. Wir haben dort ein paar Bilder, die laufen. Und ja, da verschiedenste Personen, die die Geschichte vom FC Grabs geprägt haben. Ich würde gerne anfangen mit dem Gusti Grob. Er ist Ehrenmitglied. Er ist der Präsident vom FC Grabs, der am längsten am Ruder war. Und zwar insgesamt 10 Jahre. Am 24. August 1946 ist der FC Grabs von 10 fußballbegeisterten Grabser in der Restaurant Rose gegründet worden. Die Bevölkerung und Behörden von Grabs waren eigentlich nicht begeistert von diesem Sport. Kannst du uns erklären, warum sie nicht dafür waren? Es ist ja dort, Grabs war etwas Neues und sobald etwas Neues ist, ist man zuerst ein bisschen unsicher. Aber es hat sich dann gleich aufgelegt und wir sind dann nach der Gründung eigentlich ziemlich grosser Verein geworden. Dann hat ja das nachher. Der Turi Wanzeried, der hier auf dem Bild sichtbar wird. Wir haben dann die ersten 10 Jahre auf dem Schuttiplatz Wässerten ausgetragen. Und dann musste man Pachtzins zahlen und dann konnte man reduzieren, indem man den Platz gemeint hat und dann das Höhe verkauft hat. Wie muss man sich das vorstellen? Hat da ein Platzwart geschaut oder war die ganze Mannschaft am Heuen gewesen? Also, das erste Mal gegangen, als man geschaut hat, als man einen Höhenwettertäkel hat, musste man mähen und dann musste man zusammen machen und auf einen Karo einladen und dann in Stundenberg bringen. Und dann mussten halt alle ein bisschen mitmachen. Das war ein Art Teamgeist, der das umgesetzt hat, dass ihr dann shooten könnt. Dann hat man in der zweiten Saison ist man schon Gruppenmeister geworden. Man hat dann zwar das Aufstiegsspiel verloren. Du hast mit meinem Vater zusammen in der Verteidigung dort shooten gehabt. Und er hat immer gesagt, wir sind halt einfach gute Fußballer gewesen. Sind ihr ein sehr Naturtalent gewesen oder habt ihr dann einen Haufen müssen trainieren? Also wie es dort mal war, ist, sehr viel trainiert haben wir nicht. Vielleicht einmal in der Woche. Und jedes Mal haben nicht alle kommen. Was wir gut gemacht haben, haben wir einen guten Goalie gehabt. Und ich darf sagen, der Vater, der Klaus und ich waren relativ gute Verteidiger. Besten Dank. Das können wir jetzt nur prüfen. He? Aber heissen tut es das, dass er das ganz gut gemacht hat. Dann hat man 54 das Areal Fortuna gekauft. Das ist, wie man so schön zu Grabs sagt, der alte Schuttiplatz. Und der ist im 57 eingeweiht worden. Wie hat denn ein FC überhaupt so viel Geld gehabt, zum Boden zu kaufen? Ist das nicht ein riesiges Risiko gewesen? Ja, das Mal war halt Finanzen nicht ganz gross gewesen, aber man hat dann gute Bekannte und Verwandte gehabt, die uns unterstützt haben. Ich weiss noch gut, wir haben dann abgemacht, wir haben mal gelacht darüber, der Vater und ich, wo wir eingelaufen sind, auf die Bank ist. Die haben schon einen Grund, wo wir über Produktoren gekommen sind, wir geben uns kein Geld. Aber das hat sich dann geändert. Wir mussten das 4-3-4 Brücke haben und wir haben das Geld noch rüberkommen. Danke.
Dann war im 67, bis im 67, keine Umkleidekabine rum. Wir mussten in der Kegelbahn im Schöfli und Robert Thiel im Händli und in der Wäschküche im Ochsen gumzüchen. Hat man dann nie können duschen? Ja, wie sie gesehen, duschen hat man meistens über einen alten Brunnentrag hinten. Aber das Mal hat man halt einfach, wie es dort gesehen ist, hat in jeder Familie dort mal eine Dusche gehabt. Okay. Und wenn er schon in den Restaurant umziehen muss, ist man dann nach dem Umziehen sofort heim. Selbst immer sofort. Gut. Also, ein Festchen wird schon gegeben haben. Ja, ja, sicher. Danke bestens, Gusti. Grossen Applaus an Gusti da für die Geschichten von früher. Dann haben wir den Hans Schlegel, ebenfalls Ehrenmitglied vom FC Grabs, 60 Jahre. Über 60 Jahre im Vorstand vom FC Grabs, die gute Seele vom FC und du hast dein ganzes Leben in dem Sinn für den FC Grabs eingesetzt. Du hast selber auch mal geschuttet, Hans. Warum hast denn du aufgehört zum Schutten? Ja, es ist nur gegangen, wir haben nicht alles können machen, wenn man im Fußballclub hingesehen ist. Man ist im Vorstand hingesehen, dann hat man nicht alle noch können geschuttet, man hat dann einfach dort müssen schauen. Also du hast eine Art auf die Fußballkarriere verzichtet, weil du im Vorstand deine Tätigkeit ausgeübt hast. Das ist richtig, ja. Ja, das ist richtig. In all diesen Jahren hat es ja einen Haufen Regeln gegeben und immer mehr ist dazugekommen. Aber der Hans hat das immer im Griff gehabt. Da hast du einen Huren, also excuse, hat nach Kind da, hat sehr viel Zeit gebraucht, um da die Regeln können immer lesen und machen. Ja, das hat es einfach gebraucht. Man ist dann halt am Abend irgendwie dort hergehockt und hat wieder mal ein Büchlein nachgeschaut. Das Regelbuch ist dann immer wieder neu geschaffen worden vom Schweizer Fußballverband oder vom Schweizer Fußballverband. Genau wie das heute noch ist. Super, da hat immer geheißen, wenn du Fragen hast, der Hans weiss es. Und von all diesen Jahren auf dem Schuttiplatz gibt es sicher einen Haufen Geschichten. Gibt es denn spezielle Episoden, die dir in Erinnerung geblieben ist? Ja, ja, das ist schon, wo, vielleicht wissen noch nicht alle, ich muss es so sagen, 15,50 Meter und 5,50 Meter und 4,50 Meter. Da ist Folgendes passiert. Man hat ein neues Spielfeld gesucht und dann hat mir ein Gamser Fußballer gesagt, er kenne einen Bauer im Gamserberg oben dran, der hat im Güldigen Wege und ein Streuriet. Und der hat auf der Höhe vom ja, fast der Hagenstrasse und hat eine Streuung gehabt, 60 auf 90 Meter. Dann hat man zum Platzwagen gesagt, ja, jetzt musst du das einfach streuen und machen. Er hat aber weiter nicht viel gedacht dabei. Und dann im Frühling musste man halt wieder mit Segmel streuen. Dann sind wir schauen. Und dann hat der Platzwart wunderbar schön gestreut gehabt. Er hat natürlich nicht 16,50 Meter gehabt, er hat 15,50 Meter gehabt. Er hat der Biralti auf der Elfer hat er auf dem 10 Meter gehabt. Und unter 5 herum hat er auf 4,50 gehabt. Man hat also sehr ewig geschuttet. Es hat glücklicherweise niemand gemerkt, nur hat man dann einfach gekehrt. Dann hat er eine Saison lang mit einem kleinen Penaltypunkt, also näher können Penalty schiessen, wie man hätte sollen. Das war ganz genau so. Tipptopp. Dann kriege ich noch die letzte Frage, die ich an dich hätte. Welches war die schönste Zeit gewesen, oder da, wo der wirklich das Schönste war, wo beim FC Grabs zerstören erleben? Ja, das ist der neue Platz, wo wir jetzt haben. Das ist super gewesen. Dass man vom alten in den neuen Schuttiplatz dort im 82 hat können dort den Spatenstich machen. Richtig, das war richtig. Danke vielmals, Hans. Einen grossen Applaus um Hans. Dann haben wir den Bernie Gantner, da ganz auf der Seite draussen. Er war der erste Schiedsrichter 1963, ist das gewesen, wo der FC Grabs je hatte. Er hat dann noch bis in die erste Liga gepfiffen und war Linienrichter von der Nationalliga A, oder wie wir heute sagen, von der Super League. Und war auch Schiri-Instruktor und hat 1973 in Griechenland das Cup-Final in Athen fernelen. Er hat auch das Schweizer Cup-Final im 78 Servette gegen GC fernelen.
Und im 75. ein Jubiläumsländerspiel Deutschland-Holland, hast du auch dürfen dabei sein. Jetzt, wenn wir einen Schiedsrichter hier auf der Bühne oben haben, wie war denn das in den 60er Jahren? Hat denn hier auch schon jeder Zuschauer oder Spieler und Trainer immer im Schiri die Schuld gegeben? Ja, das war schon so gesehen. Wir hatten natürlich einen Haufen gehabt, bekannte Gesichter, die jedes Mal etwas meckern konnten. Er konnte pfeifen, was man wollte, war einfach nicht recht. Eben, da hat es nicht das. Das war immer gleich. Ja. Dann warst ja du Linienrichter eben von der Nationalliga A. Und dort war ja der Punkt, dass du einen Haufen Zeit musst aufwenden musst, dass du all die Reisen machen konntest. Wie hast du das mit dem Arbeiten machen? Ja, ich hatte eine gute Abteilung. Und ich konnte weg von der Firma. Ich konnte pfeifen, musste es einfach wieder nachholen. Und ich habe natürlich meine Zeit, die ich gefällt habe, als Ferien oder über die Zeit müssen absitzen. Du hast ja auch die Ferien genommen, dass du ein Linienrichter sein konntest. Wenn man es eben gemacht hat, heisst ja das für mich, dann muss ja ein Linienrichter viel verdient haben, dass man das eben umgesetzt hat. Ja, ich will das nicht sagen. Also, ein kleines Hungerbrötchen haben wir gehabt. Die heutigen, ich will gerade heute Schiedsrichter sein oder Linienrichter. Wir haben alle zumal, der Linienrichter hat 70-80 Franken verdient. Der Schiedsrichter, FIFA-Schiedsrichter, hat 150 verdient pro Match. Und heute sind sie ungefähr bei 2000 Euro für das ganze Trio. Okay, danke vielmals für die Info. Und jetzt noch, 1975, habe ich vorher gesagt, da war ein riesiges Spiel, Deutschland war Weltmeister und du hast in Frankfurt ein Linienrichter sein, wo der Cruyff für Holland und der Beckenbauer für Deutschland gespielt hat. Wie war denn das dort in Frankfurt? Wie viele Leute haben dort hin mögen? Ja, also mit uns drinnen ca. 70-80'000 sind wir gewesen. Ist natürlich ein Jubiläumsspiel, ein Revanche-Spiel von der WM her. Und es war natürlich eine unheimliche Kulisse. Und vom Spiel selber, ja, habe ich mich nicht so viel gesehen. Ich musste mich konzentrieren, um das Fähnchen aufzuheben. Wenn man es aufgehebt hätte, dann ist irgendwie wie ein Donner hinzugekommen, in diesem Stadion hin. Also es war prächtig. Also ein riesen Erlebnis, das du dort hast haben können. Und hast du mit diesen riesigen Spielern ohne den Katakombe oder so etwas zu tun? Nein, im Grunde genommen nicht, aber nach dem Match. Es war ein Jubiläumsspiel und wir sind abgeriegelt worden von den Hamburger Scharfschützen. Und da war eine geschlossene Gesellschaft mit beiden Mannschaften und Schiedsrichter-Trio und da ist kogelang gegangen. Ich glaube, der Mann ist ein bisschen früher aufgegangen morgen, bevor wir wieder aufs Flugzeug gegangen sind. Und dann haben wir natürlich wunderbar können lesen im Flugzeug hin. Auf einmal einer gesagt, schau mal das Spältchen an da in der Zeitung. Wir sind ja empfangen worden vom Stadtrat von Frankfurt. Wir haben so einen Plempel bekommen. Und am Heimweg, wir sind noch sofort heim ins Hotel. Dann haben wir noch ein, zwei Bierchen genommen und sind ins Nest. Und kein Mensch hat uns eigentlich gekannt oder dabei gewesen. Aber in der Zeitung ist es nachher gestanden, genau durch die Zeit alles gestummen. Wir haben noch zwei Bierchen genossen und sind nachher ins Bett. Dann und dann hat also gestummen. Zum Gefehl ist der Match gut abgelaufen. Sehr gut, danke vielmals. Und einen grossen Applaus für die Geschichte hier von Bernhard Gantner. Darf ich den Präsident auf die Bühne bitten? Präsident vom Verein, der Ralf. Wunderbar, ich glaube, er hätte einen Applaus verdient, nur schon, weil er das Fest organisiert hat. Ralf. In dieser Zeitung, in dieser wichtigen regionalen Zeitung, da steht ganz viel über den FC Grabs. Und ich habe gedacht, wir machen mal Folgendes. Ich mache der
schwierigen Job, du machst den harten Job. Das ist ja so, wenn man Präsident ist vom FC. Und nehmen wir mal da eine Seite einfach raus und die rissen wir mal so in kleine Stückchen. Und zwar, dein Teil ist nachher aus diesen Streifen kleine Stückchen zu reissen. Kannst du das für mich machen? Etwas so grosses Stückchen. Du hast einen Behälter da, du kannst es sicher tun. Ich heb dir den gerade her. Da ist ein wunderbarer Behälter. Und jetzt bitte das Publikum, den Ralf zu unterstützen bei dieser Arbeit, damit er die Fötzchen reissen und da rein tun. Bitte, jetzt gebt ihr einen Applaus. Nicht so groß, gut, okay. Die da ist gut. Einfach bis es fertig ist. Das ist ziemlich hart. Eh? Genau, alles da rein, alles da rein. Genau, wunderbar. Ja, mach nichts, lass mal am Boden. Ja, und nochmal. Hervorragend, Ralf! Du kannst da bleiben. Merci vielmals. Also, ganze Doppelseite von dieser Zeitung verrissen, kleine Stückchen. Und jetzt folgendes, Ralf. Wirst du mit geschlossenen Augen und spitzigen Fingern ein einziges Zettel von denen, wo du verrissen hast, da aus dem Papier rausnehmen, aus dem Plastiksack. Du langst einfach rein mit geschlossenen Augen, ganz runter und nimmst irgendeins unten raus. Hast du eins? Nur eins, schau, das nimmst du raus. Und dann nimmst du die andere Hand und nimmst mit der anderen Hand auch nochmal eins. Langst nochmal rein, da ist das. Und dann hat er zwei Zettel, die er verrissen hat, zurückgenommen. Hast du es? Wunderbar. Und jetzt, meine Damen und Herren, interessieren mich grossgeschriebene Wörter auf diesen Papierli, die noch nicht verrupft sind. Hauptwörter, Dingwörter. Ralf, kannst du schauen, was du für ganze Wörter auf diesen Zettel hast? Kannst du mir das sagen? Golf. Golf. Schreib das einmal so auf. Golf. Vielleicht kannst du es ganz laut sagen, gerade hier mit dem Mikro. Kaffee. Kaffee, wie ist das geschrieben? Mit Kaffee oder Kaffee oder C? Mit K oder C? C. Mit C. Ja. Kaffee. Ja, Golf, Kaffee. Hat es noch irgendein Wort? Auf einem anderen Zettel vielleicht, auf einem anderen, hinten oder vorne. Ein Wort, das nicht verrupft ist. Girls. 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 Hast du noch irgendein Wort? Verb. Verb. Also das Tunwort. Verb. Okay. Verb. Hat es noch irgendetwas? Sonst wäre die Übung eigentlich fertig, wenn das keinen Sinn würde machen für eine heutige Arbeit, was da steht. Ich muss noch einen blauen Stift. Da kannst du mir einen blauen Stift geben, bitte, Nadja? Golf, Kaffee, Girls und Verb. Jetzt bin ich gespannt, Ralf, was du für einen Zettel gezogen hast, der da einen Sinn macht zum heutigen Fest. Mir gefällt der V. Mir gefällt der I. Mir gefällt der E. Und der L. Mir gefällt der E. Und der R. Und der F, und der O, und der L, und der G. Viel Erfolg. Dem bleibt noch übrig. F, C, G, R, A, der B, der A, der B, und der S. Viel Erfolg, FC Krebs. Merci vielmals. Und einen schönen Abend. Danke. Merci vielmals. Ja, wir sehen, ein Barhöcker ist noch frei. Von der nächsten Person kann ich sagen, ich habe mal etwas in der Zeitung gelesen, und zwar kurz nach seiner Pension. Dort hat er gesagt, es tut gut, nicht mehr alles wissen zu müssen. 1973 hat er sein Studium für Rechtswissenschaft an der Uni Zürich abgeschlossen. Und noch im gleichen Jahr ist er vom damaligen Radio und Fernsehen DRS unter 1600 Mitbewerbern in einem Nachwuchswettbewerb entdeckt und gerade auch angestellt worden.
Fußball, Eishockey, Kunstturnen, Telstar, Benissimo, Buchautor, sind nur ein paar Stichworte, die zu unserer mit Spannung erwarteten Legende gehören. Da ist der One and Only Benny Turnher. Bevor ich das Wort unseren Spezialisten übergebe, möchte ich gleich den Benny Turnher noch mit etwas konfrontieren. Und zwar, wie kommt es dazu, dass eine klaffende Wunde vom Kopf von Philipp Senderos schlussendlich der Ärger vom Dachverband von der Lehrer auf sich ziehen kann? Oh nein, haben wir so viel Zeit. Gut, nachher sage ich nichts mehr, weil ich ja da nicht interviewe, sondern wir reden ja, also nachher müssen die reden. Also, ja, es ist Missbrauch des Mikrofons. Ich bin an der Fußball-WM, habe ich kommentiert für Schweizer Fernsehen. Und ich habe einen Haufen Kollegen zu Winterthur, die haben im Casino-Theater so ein Event gemacht, also Public Viewing, aber vorher ein eigenes Programm mit Kabarettisten. Dann sind die glatten Hackler sind auf die Idee gekommen. Wir tun jetzt dem Turnher ein Wort durch SMS und das muss dann der während dem Match im Kommentar sagen. Und sie haben dann eine Abstimmung gemacht und haben natürlich nicht irgendein Wort, das unauffällig ist, sondern das Wort, das ich jetzt platzieren sollte, war Handarbeitslehrer. Weil es hat da gerade irgendeinen Konflikt gegeben in der Schule, dass da mehr Englisch, weniger Handarbeit. Und ich habe gedacht, spinne die, mache ich sicher nicht, wird sicher auffallen und so. Und habe das dann eigentlich wieder vergessen. Und dann ist eben das Goal vom Senderos gekommen. Gegen Südkorea war das. Kopfgoal, dann ist er aber mit einem Verteidiger zusammengeprallt und dann hat er riesen blutet und dann ist er an den Spielfeldrand und dann hat der Teamarzt hat dann angefangen zu nähen und dann ist mir natürlich in den Sinn gekommen. Dann habe ich gedacht, jetzt kann ich unauffällig und dann habe ich gesagt, ja, für eine solche Wunde genügt ein Handarbeitslehrer nicht, hier muss ein Mediziner ans Werk. Ja, und dann haben sie im Casino-Theater eine hohe Freude gehabt, eigentlich wäre alles gut gewesen und niemand hat gemerkt, dass ich da ein bisschen da für meine Kollegen etwas gemacht habe. Aber dann hat der Schweizer Lehrerverband hat dann protestiert gegen die Diskriminierung von einer ganzen Berufsgruppe, nämlich der Handarbeitslehre. Und da war eine echte Eingabe als Fernsehen und die haben mich dann gefragt, und wie bin ich dazugekommen und so. Dann habe ich immer so ein bisschen rumgemuxt und gesagt, ja, ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Und dann ist aber dummerweise die Freundin von einem, die bei der Neuen Zürich Zeitung geschafft hat, die war eben in dem Casino-Theater und die hat dann alles ausgebracht, oder? Und dann habe ich halt einen Verweis bekommen, weil das machen wir natürlich nicht, das Fernsehen für persönliche Zwecke ausschaffen. Aber die Geschichte geht noch weiter. Ich habe dann im Viertelfinale Brasilien-Frankreich zu Frankfurt kommentiert. Und dann habe ich, um mich vorbereitet, habe dann die Frankfurter Allgemeine gekauft. Das ist etwa 3-4 Tage später. Und dann habe ich natürlich den Sportteil gelesen, sonst ein bisschen durchgeblättert. Und dann, neunet, ist rechts gestanden, bei so einer Kolumne, ist gestanden, Schnurri der Nation. Dann habe ich gedacht, das finde ich jetzt eine hure lustig. Jetzt haben jetzt Deutschland auch so einen, oder? Und dann habe ich angefangen zu lesen und nach dem vierten Satz habe ich gemerkt, es geht um mich. Die von der Frankfurter Allgemeinen haben einfach bei der Neuen Zürich Zeitung alles abgeschrieben. Aber der langen Rede kurzer Sinn. Ich bin so berühmt worden, ich bin sogar in der Frankfurter Allgemeinen erschienen.